Hier präsentieren wir die 5 besten Fugendüsentest. Lass uns anfangen. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu starten Nummer 5. Kärcher Fugendüse 350 mm. Der hochwertige Artikel ist zu einem günstigen Preis erhältlich. Durch den Kunststoff schaden Sie bei der Reinigung keinen Bodenbeläge. Der Artikel mit einer Größe von 35 cm hat eine Größe sowie eine Größe von 3,5 cm. Aufgrund seiner Größe von 35 cm ist die Düse kürzer als der Durchschnitt. Der Aufsatz ist kurz, er erreicht bequem Frakturen und auch Gelenke. Die Kunststoffdüse ist nicht flexibel und kann auch nicht herausgenommen werden. Durch die Größe der Düse gelangen sie leicht zu räumen. Die Lochdüse eignet sich auch hervorragend für Herausforderungen, auch wenn man sie nicht herausziehen kann. Der zähe Kunststoff vermeidet es, dass ihr Anbau bricht und sie empfindliche Bodenbeläge beschädigen. Nummer 4. Generik 8.717.677.402.656 Variant FD265 Fugendüse. Die tragbare Spaltdüse ist 35 cm lang. Die Breite des Artikels beträgt 2 cm und auch der Durchmesser ist 3,5 cm. Aufgrund seiner Länge von 35 cm gehört dieses Design zu den kleineren Düsen. Trotz des Mangels kann man immer noch schnell Gelenke und auch Frakturen erreichen. Die Größe von 3,5 cm stellt den Standard dar. Stellen Sie darauf zu, dass die Düse zu Ihrem Gadget passt, sonst vergießen Sie Saugkraft. In der Prüfung ist diese Düse das Design mit der kleinsten Breite. Durch die schlanke Düse mit einer Breite von 2 cm können Sie mit dem Anbau flexibel reinigen. Es ist nicht möglich, die Düse zu biegen, weil sie aus Kunststoff besteht. Mit Hilfe des Add-ons können Sie jedoch schnell zu Lücken gelangen. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. MC Filter Fugendüse. Die Miele Spaltdüse ist 60 cm lang. Die Größe beträgt 4,5 cm und auch die Größe 3,5 cm. Da die Düse 60 cm lang ist, gehört sie zu den größeren Add-ons. Basierend auf den Messungen können Sie die Kompatibilität und die Saugleistung sehen. Da die Version 4,5 cm breit ist, ist dies nur eine der größeren Düsen. Wenn Sie auf der Suche nach einem Anbau, mit dem Sie bequem zu Frakturen und auch Gelenke zu bekommen, ist dies ausgezeichnet. Durch den Gummi auf dem Zubehör können Sie das Element flexibel nutzen. Die Düse kommt besonders gut in Splits und auch Nischen, um sicherzustellen, dass Sie leicht reinigen können. Wenn Barrieren es schwierig machen, zu Hohlräumen zu gelangen, verwenden Sie eine Düse. Die Miele Lochdüse ist 60 cm lang und kann somit in nahezu jede Art von Bereich gelangen. Nummer 2. Miele SFD20 Flexible Fugendüse 560 mm. Ideal geeignet für die einfache, schnelle sowie komplette Reinigung von Polstermöbeln, Kindersitz, Kissen, Treppen und so weiter. Und die Nummer 1 unserer Liste. Dyson Flexi Fugendüse 908032-09 Zubehör. Die Spaltdüse verfahren 70 cm und hat einen Durchmesser von 3,5 cm. Die Breite des Gadgets beträgt 4 cm. Aufgrund der unverlängerten Länge von 45 cm ist die Spaltdüse ein überdurchschnittliches Werkzeug. Mit Hilfe der Dimension können Sie leicht Gelenke, Risse und verschiedene andere Bereiche erreichen. Die Fugengröße ist zusätzlich entscheidend, da Sie mit der richtigen Größe das Gerät mit dem Hoover oder Schornstein verbinden können. Am besten messen Sie die Rauchwelle und auch den Aschestaubsauger vor dem Kauf der Spaltdüse. Der Produzent des Artikels enthielt einen Adapter mit dem Gadget. Dies bedeutet, dass Sie es leicht an der Mehrheit der Staubsauger befestigen können. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen, abonnieren unseren YouTube-Kanal.